Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder aus unserem Wohnzimmer. Lenny liegt neben dran, der schläft im Moment. Den müssen wir jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Und ja, heute ist ein Design-Team-Projekt-Video. Viele von euch wissen ja, ich bin seit Barbara vor den Dragonflies ein Design-Team zusammengestellt hat, bin ich da dabei. Und freue ich mich ganz arg drüber und jeden Monat macht man da eigentlich so ein Design-Team-Projekt. Genau. Dieses Video ist Design-Team-Projekt eigentlich für September. Bin ein bisschen spät dran. Das passiert bei mir ab und zu. Hab halt manchmal ein bisschen viel Stress und dann kann sich das schon mal so gegen Ende vom Monat irgendwie ja, das hinziehen. Auf jeden Fall aber habe ich das September-Papier von Barbara mir ausgedruckt. Das habe ich von Anfang an. Ich habe es gesehen und habe gedacht, boah, ist das schön, mit dem will ich unbedingt was machen. Und dann kann ich mir das bei Barbara holen, habe es ausgedruckt und habe das dann da schon eine Weile dann liegen gehabt und habe halt überlegt, dann überlege ich mir, was mache ich da damit. Dann hatte ich einen ganz anderen Plan. Ist halt wie manchmal oft im Leben, man hat irgendwas vor, man hat irgendeinen Plan und dann kommt es halt doch anders, als wie man denkt. So war es bei mir auch. Ich habe sogar schon angefangen, habe das Video angefangen gehabt, das Video zu drehen. Und ja, dann bin ich mit meinem Mann noch spazieren gelaufen, geschwind. Sonntags ist ja immer so mein Drehtag eigentlich. Und dann sind wir spazieren gelaufen und bin ich heimgekommen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache was anderes draus. Ja, ursprünglich wollte ich ein Loaded Pocket machen. Also das ist eigentlich so eine Tasche, wo man so lauter so Ephemera-Sache, ich habe es hier auf meinem Schoß liegen. Zeig euch mal kurz. Das da. Das da. Das ist Ephemera. Und ein Loaded Pocket ist quasi eine Möglichkeit, wo man diese Sache einstecken kann. Und dann kann man das in einem Journal dann wo einbauen und dann kann man sich da diese Ephemera-Sache rausholen. Ist eine tolle Sache. Also ich habe eigentlich am Schluss, wenn ich ehrlich bin, habe ich so ein kleines Loaded Pocket dann doch noch gemacht. Ja. Ja, aber diesmal geht es darum in dem Video, wenn ihr ein digitales Papier kauft. Also digitales Papier, das kauft man sich ja quasi entweder in einem Etsy-Shop oder wie bei Barbara auf einer, sie hat eine extra, ich glaube, es läuft über eine Homepage. Dann hat man das Papier dann bei sich. Übrigens, es gibt einen Promocode, wenn ihr das Papier bei Barbara kaufen möchtet, was ich hier benutze oder bei Barbara einfach einkaufen geht, dann könnt ihr diesen Account Susanne 2021 benutzen. Den blende ich euch nochmal ein. Immer wenn ihr das dann bei der Bestellung mit reinschreibt, dann bekommt ihr das Papier jetzt, was ich heute jetzt zeige, für 10% günstiger. So, hämmert das auch geschwätzt. Ich muss immer an so viele Sachen denken. Auf jeden Fall, wenn ihr das dann habt, dann dürft ihr das ja ausdrucken so oft, wie ihr wollt. Das ist ja das Tolle an digitalem Papier. Man kauft sich es einmal und kann sich das lädt man sich runter, die Datei, und dann kann man sich die so oft ausdrucken, wie man möchte. Da sind jetzt zum Beispiel kleine Briefmarke drauf, die finde ich, Briefmarke liebe ich total. Ich finde, die passen überall auf einer Collage oder so, kann man so eine kleine Briefmarke hinkleben. Das sieht immer toll aus. Sie hat Briefumschläge dabei, sie hat Texte dabei, sie hat eben so Tickets drin, sie hat Tasche drin, also alles Mögliche. Und jetzt geht es auch gleich los mit dem Video. Und übrigens. Das ist übrigens, weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt, meine letzten Videos, da blende ich mich immer so wieder mit ein. Also ich komme nachher wieder, ich schwätze nachher mit euch weiter. Und das kommt einfach daher, das finde ich eigentlich, das sage ich jetzt mal zurück zu den Wurzeln. Ich habe nämlich vor kurzem, oder ist schon ein bisschen her, einen Kommentar gehabt. Also ich beantworte eigentlich alle meine Kommentare. Im Moment bin ich ein bisschen hinter dran, müssen wir entschuldigen. Aber ich beantworte die offenen Kommentare auf jeden Fall noch. Und dann war das so, da kam ein Kommentar, speziell jetzt auf ein Video, was ich mal gemacht hatte. Und dann sehe ich das immer in meiner App, wo ich das dann mache. Dann sehe ich immer, zu welchem Video dieser Kommentar gehört. Und dann habe ich so das Vorschaubild gesehen. Dann habe ich gedacht, oh, was war denn das nochmal für ein Video? Und dann habe ich da, ich wusste selber nicht mehr, das ist echt schon von meinen Anfängen halt. Dann habe ich mir das Video selber nochmal angeguckt und habe dann festgestellt, es war toll. Ich
Ich habe dann damals, wo ich angefangen habe mit YouTube, habe ich schon solche Videos gemacht, wo ich immer wieder mit euch rede, auch zwischendurch, wo ich immer so abschnittsweise einfach erkläre, was ich mache. Und dann haben wir das gemacht und dann bin ich wieder gekommen und habe dann wieder mit euch gequatscht und dann haben wir wieder was gemacht. Und wo ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, das war toll. Das ist so eine, es ist so ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen näher zueinander. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen näher bei euch und ihr habt, glaube ich, das Gefühl, ich bin tatsächlich eher so mit euch zusammen am Tisch oder so, weil man halt, oder weil ich halt ständig dann mit euch am Kommunizieren bin und euch in die Augen gucken kann, sozusagen. Ja, und dann dachte ich, das war schön. Es ist viel Arbeit, so ein Video zu machen. Es ist natürlich viel mehr Schneidarbeit und so, aber ich finde, es ist einfach ja, ein bisschen nochmal was Persönlicheres. Und mir gefällt dieser Stil euch auch. Ich habe es in den Kommentaren schon gelesen, es sind mir viele auch geschrieben, dass ich das toll finde. Und darum, so oft ich es kann, werde ich es machen. Ja, und jetzt geht's gleich los. Als erstes habe ich mich nämlich. Oh, es ist schon einer aufgewacht. Guten Morgen, Schatz. Nur nicht. Legst dich wieder hin? Ja, der ist müde. Als erstes habe ich mich um den Briefumschlag gekümmert. Und der Briefumschlag. Ja, ihr könnt ein digitales Papier natürlich benutzen, einfach so, wie es vorgesehen ist. Also ausdrucken, ausschneiden, falten, zusammenkleben. Perfekte Sache, könnt ihr genauso benutzen. Ihr könnt aber halt auch aus jedem digitalen Papier nochmal so ein bisschen was Besonderes machen. Und ich zeige euch jetzt einfach, was ich aus dem Briefumschlag gemacht habe. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Also als erstes zeige ich euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn man digitales Papier auf kaffeegefärbtes Papier druckt. Ja, weil das ist einfach eine tolle Sache, jedem digitalen Papier so ein bisschen so ein Vintage-Touch zu geben. Das ist kaffeegefärbtes Papier. Das müssen wir einfach unter schwere Bücher legen, damit es schön flach wird. Und dann könnt ihr das durch den Drucker lassen und könnt jedes digitale Papier draufdrucken. So als kleiner Tipp am Rande. Und ja, heute geht es jetzt um diese wunderbare Ephemera-Sache, die man da gehabt habe. Und ich packe erstmal alles, was ich ausgeschnitten habe, erstmal in meine Schuhkartonschachtel. Das sehen wir jetzt gerade. Also falls ihr mein organisiertes Bastelzimmer-Video noch nicht kennt, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Es hat schon viele Leute jetzt animiert, aufzuräumen und zu sortieren, die Sache zu ordnen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, das hat sich bewährt. Die Sache einfach in so eine Schächtele reinmache, dahin es aufgeräumt und es liegt euch nicht alles im Weg rum. So, und dann habe ich angefangen. Also ich falte mir erstmal meinen großen Briefumschlag. Und ja, das ist so, wie man es immer macht. Man faltet es. Ich nehme auch immer so einen Bone Folder, heißt es, damit die Kante richtig gut geknickt sind. Dann hält euch der Briefumschlag auch besser zu, wenn ihr den zumache. Weil da hätte er einfach mehr Druck auf den Kante. Und dann habe ich es natürlich distressed wie immer. Und da geht es jetzt schon los. Das ist jetzt was ich mache mit meinen Briefumschlägen. Da, wo man Briefumschlag benutzt, oben quasi am Eingang, da klebe ich gern nochmal ein kaffeegefärbtes Papier drauf. Und das knicke ich dann so um die Kante rum. Das sehen wir, jetzt klebe ich es auf. Und jetzt knicke ich das drum rum. Das ist normales kaffeegefärbtes Papierle. Und dadurch ist diese Einfuhrschneise, auf Deutsch gesagt, richtig stabil. Und um das geht's. Und jetzt haben wir ja da so einen Übergang von dem kaffeegefärbten Papier zu dem digitalen Papier. Und da hat es gerade gesehen, ich habe so ein schönes grünes Fädel, das habe ich mal bekommen in einem Happy Mail. Vielen Dank dafür. Das ist so weich. Ich weiß gar nicht, was das für ein Faden ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ist ganz toll. Und die Farbe passt halt perfekt zu dem Briefumschlag. Und das nehme ich jetzt diesen Faden, da haben wir jetzt so ein Stück, also ihr habt sicher auch Wollfäden vielleicht daheim. Und da könnt ihr nachher was raussuchen, was so farblich zum Umschlag passt. Und das hat einfach super gepasst. Und das ist mein kleines Schatzkistle. Das habe ich mal im ersten Happy Mail bekommen, was ich jemals bekommen habe. Da wusste ich gar nicht, was ein Happy Mail ist. Da gibt es auch ein Video dazu. Also ich war da total fix und alle. Und das Kästle hebe ich mir auf, immer und ewig. Und da sind meine ganze kleine Anhängerle gerade drinnen. Und da habe ich mir so ein Anhängerle rausgesucht. Und jetzt habe ich das
an der Nähmaschine auf diesen Übergang drüber genäht. Wenn ihr keine Nähmaschine habt, dann tut es mir leid. Erstmal tut es mir dann leid. Aber ihr könnt es von Hand drauf nähen oder zur Not auch kleben. Ja, ist ein bisschen schwierig mit dem Klebe, gebe ich zu. Vielleicht so ein doppelseitiges Klebeband drunter machen, das müsst auch halten. Aber ich würde es trotzdem mit ein paar Stiche vielleicht dann noch annähen. Ja, wenn es auf der linken Seite war eben so eine Schlaufe, da habe ich diesen Charme drauf gemacht. Und auf der rechten habe ich so kleine Schleiflayer hingemacht, das haben wir gerade gesehen. Und jetzt habe ich einfach noch ein bisschen Acrylfarbe goldene angerührt und da kommen ein paar Spritzer drauf. Und dass es dem Löwe nicht ins Auge geht, habe ich dem ein bisschen das Auge abgedeckt. Ja. Und die goldene Spritzer kombiniere ich jetzt mit weißen Spritzer, weil das ist das Upgrade-Video, was ich auf meinem Kanal habe, habe von Upgrade so eine Box zugesendet bekommen und da war diese weiße Gouache-Farbe drin und die ist so toll deckend, Senna, die weiße Spritzer, das ist irre. Also ist richtig toll. Und die habe ich da benutzt, um die weiße Spritzerle zu machen. Und jetzt ist das Briefumschlägle quasi schon fertig. Es ist jetzt am Eingang, ist verstärkt. Ja, es ist was drauf passiert. Und ihr könnt so einen Briefumschlag zum Beispiel mit so einem Büroklemmerle in eurem Journal irgendwo einfach dranhängen. Und ja. Und jetzt habe ich da so einen kleinen Karton und da kommt alles rein, was schon fertig ist. Und den Karton, den habe ich auch hier unten stehen. Ja, ich habe den mitgebracht aus dem Bastelzimmer. Da ist er, der kleine Umschlag, das ist dieser kleine Charme. Und darunter, das ist das Genähte. Und mit diesem, der ist so weich, der Faden, das ist unglaublich. Also ich mag das total. Ihr könnt es natürlich so rum in einem Junk Journal einfach einklebe. Ihr könnt es auch einnähen. Dann nähen wir das hier ein und hängt es der Charme eben hier runter und das Bändele da auch und ihr könnt hier was einstecken. Also das sind euch alle Möglichkeiten offen. Und es ist einfach ein Umschlag. Umschläge braucht man immer. Also ich meine alle meine Journals. Also ich glaube, es gibt fast kein Journal, wo ich nicht irgendwelche Umschläge mit eingebaut habe, weil ich finde es einfach toll, weil man da einfach so viele Sachen reinmachen kann und dann macht man das Deckele zu, auf Deutsch gesagt, und dann ist das auf den ersten Blick nicht sichtbar. Und das finde ich ganz toll. Da kann man Sachen drin sammeln, da kann man auch wirklich Briefe reinstecken oder so. Da passt halt was rein, weil der ist ja nicht gerade so klein. Und das ist richtig, richtig schön. Und ja, das erste kleine Mini-Zwischenprojekt haben wir jetzt schon. Und jetzt geht es gleich weiter. So, ihr Lieben, jetzt haben wir das gesehen und ja, also das ist eine Sache, die man machen kann und die ist nicht arg aufwendig. Also das kann man wirklich, wirklich, ja, da kann man sich ein paar solche Briefumschläge vorbereiten und von, also ja, die kann man sogar sich in den Vorrat dann reinmachen. Das ist echt eigentlich schnell gemacht. Ob man das mit dem Fädele immer macht, das sei dahingestellt. Da könnt man auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt keine Nähmaschine habt, könnt ihr da jetzt auf den Übergang zum Beispiel ein Stück, ein Geschenkband zum Beispiel hinkleben mit doppelseitigem Klebeband oder mit Uhu ganz dünn verstrichen oder Buchbinderleim. Sowas kann man da auch drauf machen, wenn man nicht näher möchte mit der Nähmaschine. Oder vielleicht nochmal ein anderes Stück Papier, so als Kontrast. Das sieht auch immer schön aus. Ja, und dann ist es weitergegangen. Als nächstes habe ich mir jetzt diese kleine, ist der Lenny, der hat jetzt ausgeschlafen mittlerweile mal. Als nächstes habe ich mir diese kleine, ich sage jetzt, Pockets ausgesucht. Schatzi, ich spiele jetzt nicht. Mach mal Spiele mal. Sorry. Ja. Oh Gott, der Blick, Schatzi. Alles gut. Bist gleich dran, gell? Ich hab dich lieb. Ja, ich weiß. Also, jetzt machen wir die kleinen Pockets. Jetzt machen wir mit denen was. Die kann man natürlich benutzen, so wie die von der Barbara von ihrem digitalen Papier. Komm, sieht wunderschön aus. Ich habe die ein bisschen aufgepimpt. Und das gucken wir jetzt an. Ich hoffe, dass der Lenny mich da ein bisschen noch in Ruhe euch erzählen lässt. Also, geht los. Also es fängt natürlich damit an, dass man die ausschneiden muss. Das ist ganz klar. Ohne Ausschneide klappt es mit dem digitalen Papier eigentlich nicht.
Und jetzt sehen wir schon, ich habe so eine schwarze Matte drunter. Das bedeutet ja, dass ich da jetzt anfange, mit einem scharfen Messer, wirklich mit einem sehr scharfen Messer, mir da vorne so ein Guckloch rauszuschneiden. Also ein Guckloch für alle, die mich jetzt nicht verstanden haben, ist eine Fensteröffnung, sag ich. Ja, Fensteröffnung. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also das machen wir mit einem Skalpell. Also Kinder, bitte lasst es eure Mama machen oder die Oma machen oder der Opa oder der Papa oder sonst wen, einen Erwachsener. Bitte nicht selber machen. Die Messerle sind echt scharf. Gell? Ja, und wenn wir das dann drinnen haben, dann lassen wir euch echt Zeit und fahrt da schön vorsichtig drumherum. Dann haben wir da jetzt wunderbare, ja, so Fensteröffnungen. Und die machen wir jetzt aber wieder zu, sonst zieht es. Nee, sonst wird euch das rausfallen, was dann später in die Tasche reinkommt. Und ich habe tatsächlich, ich habe rechts an meinem Schreibtisch, das habe ich euch in meinem Aufräumvideo nicht gezeigt, da hängt bei mir ein Müllsack an einer, das klemme ich in so eine Schublade rein, dass der immer so ein bisschen offen ist und da kann ich ganz schnell immer so meine Sachen reinschmeißen. Und wenn er einigermaßen voll ist, kommt es weg. Und aus dem Müllsack habe ich so eine Folie rausgeholt, so eine Verpackungsfolie. Und mit der habe ich jetzt so Gucklochfensterle verkleidet. Und festgemacht habe ich das jetzt mit meinem doppelseitigen Klebeband, was ich schon ewig und 3 Tage in Benutzung habe. Das ist unglaublich. Immer noch die erste Rolle. Keine Ahnung, wie viel Kilometer Band da drauf ist. Ich kann es euch nicht sagen. Es hält Jahre, glaube ich, noch. Und wenn ihr das nehmt, so ein doppelseitiges Klebeband, dann tun wir das richtig fest andrücken mit so einem Bodenfolder. Das ist das A und das O. Und dann hat sich das nämlich super schon mit dem Papier verbunden. Und dann habt ihr es viel einfacher, wenn ihr jetzt dieses Trägerpapier da abziehen müsst. Weil sonst fummelt man sich da an Wolf. Ne? Und da hat keiner Lust drauf, das zu machen. Ja, und wenn das dann abgezogen ist, dann kommt jetzt das... Ach, Lenny, nicht so quietsche. Dann kommt die Folie jetzt drüber. Und dann haben wir das schon, das kleine Fenster. Jetzt kann man da schön durchgucken. Und das, ich habe so eine glasklare Folie da gehabt. Eben, das habt ihr garantiert auch daheim. Also wenn man Nudeln kauft, hat man so eine Folie manchmal drumherum. Wenn er irgendetwas kauft, wenn der, bei DM oder so, haben wir oft solche Folie. Also die können nur aufheben, die Folie. Und für genau solche Sachen könnt ihr das benutzen. Ja. Und jetzt hat mir nicht gefallen, wenn man jetzt hinter die Klappe zumacht, und man guckt vorne durchs Fensterle durch, dann war das so ein Strich, wo sich so überlappt hat. Und das habe ich jetzt so gelöst, dass ich jetzt einfach ein Stück weißes Papier genommen habe. Jetzt sieht es innen toll aus. Also wenn man ins Fenster reinguckt, ist da jetzt nichts, was stört. Und ja, und das benutze ich jetzt gleichzeitig, um diese Klappe miteinander dahinter zu schließen. Und das funktioniert ganz gut, weil die Klepple, das ist schon ein bisschen knapp bemessen, wenn man die schließt, da ist wirklich nur, da muss man Millimeterarbeit machen. Und wenn man jetzt so ein Papier da dahinter macht, jetzt ist Spielzeug runtergeflogen, sorry. Wenn man so ein Papier dahinter macht, dann ist das ja viel einfacher zu bewerkstelligen. Und jetzt sieht es vorne schön aus. Jetzt habe ich es nochmal zugedeckt und habe ein paar goldene Spritzer drauf gemacht. Und jetzt fülle ich dieses Täschchen mit einer schönen Briefmarke, die bei diesem Papier dabei sind. Und die habe ich mehrmals ausgedruckt und dann hat man eine kleine Menge an Vorrat, an Briefmarke und das hat mir richtig gut gefallen. Guckt euch das an. Dann habe ich gemerkt, dass mein Täschle ist so ein bisschen, hat ein bisschen eine Schieflage. Es ist auf der linken, ja, auf der linken Seite ist es ein bisschen schmaler wie auf der rechten Seite. Und das probiere ich jetzt ein bisschen zu kaschieren. Das ist, also Ablenkung ist das beste Manöver, sagt man immer. Und das machen wir jetzt hier. Man lenke da jetzt ab von diesem Schiefstand. Und da habe ich einfach 3 so Stoffstücke aus meinem Körbchen genommen. Ich war an der Nähmaschine, bin da einmal so ritschi-ratschi drüber gegangen. Sieht nicht schön aus, aber jetzt machen wir es schön. Indem man eine, also jetzt habe ich so eine große Paillette. Muss ich mich immer konzentrieren, wenn ich dieses Wort ausspreche. Ich habe eine große Paillette genommen und ein ganz kleiner süßer Knopf, ein weißer. Und das nähe ich übereinander, von Hand. Ich mache gern solche Sachen. Und ich finde, es sieht, guckt euch das an, das sieht doch echt goldig aus, oder? Ja, und das machen wir jetzt da oben auf dieses krumme, schiefe Täschchen drauf. Und dann nehme ich meinen Heißklebestift. Das ist nämlich
ratzfatz drauf und hebt und das ist ja dann auch gleich wieder trocken, kalt und fest. Da müssen wir nicht zu lange warten wie mit dem Uhu. Ja, und die Lasche hinter, da habe ich jetzt gedacht, auch der gebe ich jetzt noch mal so ein bisschen ein anderes Aussehen. Das, was quietscht, entschuldigt, das ist der Lenny, der quietscht jetzt auf seinem Spielzeug da rum, weil ich ihn gerade ein bisschen ignoriere. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen alte Buchseite drauf gemacht und so ein kleines Nümmerle, das habe ich mal von Hand gestempelt. Ja, nur damit da nochmal irgendwas ist, so was Handgemachtes, selber Gemachtes. Und schon war das zweite fertig. Und dann haben wir noch mehr von den Täschle gehabt. Die habe ich schon ganz normal ausgeschnitten gehabt, zusammengeklebt gehabt, wie es von der Barbara gedacht war. Und oben, damit die Kläpple zubleiben, nehme ich jetzt eine ganz normale Büroklammer. Und da habe ich einen grünen Wollfaden. Gesundheit. Ich habe einen grünen Wollfaden und habe ein Schleifle oben noch gebunden. Ja, was Einfacheres gibt es doch gar nicht. Wie ein einfaches Schleifchen aus irgendwas. Es sieht übrigens auch ganz schön aus mit so einer Jute-Schnur. Könnt ihr das auch machen. Das sieht, finde ich, auch ganz süß aus. Also ich habe jetzt halt so ein Wollfadenkit. Ja, und jetzt habe ich meine Tim Holz Figürle, die Mini Paper Dolls habe ich da genommen. Leute, also ich weiß nicht, ich finde halt, die passen immer, mit denen kann man immer auf einfachste Art und Weise irgendwas verändern, weil das sind nun mal Hingucker. Das ist nun mal so. Und die sind so süß, die sind eben extrem klein und die kann man ganz toll bei sowas einfach aufkleben. Und ihr hängt sehr. Ich habe unten mit einer alten Buchseite, denen so ein bisschen an. Ja, einen Stand gegeben. Den habe ich an der Kante distressed. Und jetzt nehme ich mit meiner Aquarellfarbe, Schätzele, das quietscht, das ist eklig. Mit meiner Aquarellfarbe mache ich jetzt einfach ein bisschen Schatten unter drunter und auch rechts von der Puppe. Sorry, müssen wir jetzt durch. Wir müssen jetzt so, ihr wisst, multitasken, das können wir ja. Ne? Auch bei dem Jungen mache ich jetzt so einen Schatten drunter. Das sieht jetzt sehr dunkel aus, aber das wird noch heller. Das ist, wenn es trocken ist, dann wird es heller und dann sieht man einfach nur, da ist ein bisschen was. Und ja, wie gesagt, das ist ein Schatten. Und ja, macht es optisch ein bisschen schöner. Ja, und zwei Sprüchle oben links, oben dran. Und dann ist das einfach schon gemacht. Und ich habe bei beiden, ne, beim einen habe ich eine Schlaufe hingemacht und beim anderen habe ich einfach so normal durchgezogen, wie man das besser mit Tack normalerweise macht. Ja, und jetzt haben wir schon ja, die zweite Geschichte fertig. Ja, habt ihr gesehen? Also das war jetzt wirklich bis jetzt nichts Schwieriges. Also ich bemühe mich wirklich immer in meine Videos auf so unkomplizierte Sachen wie möglich zu machen, weil man hat nicht immer Lust auf brutal komplizierte Sachen oder auf 150.000 Materialien, die man haben muss. Nehmt die Sachen, die ihr daheim habt. Also ich habe natürlich mittlerweile echt viel Zeug, aber wenn man drüber nachdenkt, ich glaube, ihr habt auch viel Zeug. Also man kann ja, ja aus allem Möglichen irgendwas machen. Gell? Also jetzt, da wo ich jetzt die drei Stoffstücke da übereinander gemacht habe, also ihr habt wahrscheinlich alle irgendwelche Geschenkbänder daheim von Geschenken, die ihr mal bekommen habt. Vielleicht habt ihr sowas gesammelt. Es eignet sich hervorragend, um so eine Kombination zu machen. Oder ihr habt irgendeine Bluse oder irgendwas, was ihr nicht mehr anziehen wollt. Dann vielleicht tun wir es dann mal nicht im Sozialkaufhaus abgeben oder in der Rotkreuz-Sacknei, sondern schneidet euch mal ein Stück raus. Das ist toller Stoff und dann hätte er halt auch so kleine Stoffstückle irgendwo. Also man hat wirklich viele Möglichkeiten, wo man da irgendwas mitmachen kann. Und Nadel und Faden hätte er wahrscheinlich auch daheim. Und so Paillette und solche Perlele, das gibt es ja super günstig bei Kick oder bei Teddy oder irgendwo. Oder wie ich habe halt von früher. Habe viel Kette getragen, die trage ich heute nicht mehr. Die würde ich auch nicht mehr tragen, aber die Perlen sind ja noch da. Ich habe schon öfter so eine Kette auseinandergeschnitten. Gerade die mit einer ganz kleinen Perle, wo ich auf dem einen Teller habe, das war meine Kette von meiner Oma. Ich sage das ganz oft, aber ich habe wirklich so viele Sachen von meiner Oma gerettet einfach und fand ich schön.
schon mit dem Hinblick, ich kann das benutzen anderweitig. Also die Kette hätte ich jetzt auch nicht getragen. Das war so eine mit so viele Stränge und so ganz kleine Perlen und es war so gekordelt in sich selber. Ich habe das gesehen und habe direkt gedacht, was für schöne kleine Perlen. Die kann ich jetzt alle brauchen und die nehme ich auch. Also ihr sendet die ganz oft in meine Projekte. Ja, jetzt machen wir weiter. Jetzt gab es bei der Barbara im digitalen Papier Gesundheit. Gesundheit, Schatz. Bist krank? Nein, du bist nicht krank. Ja, jetzt gab es im digitalen Papier noch diese große Tags. Ja, also die liebe ich ja auch. Die sind einfach toll, die kann man ausdrucken, ein bisschen die Stresser, Oberösenein Bändele dran und dann ist der Käse eigentlich schon gegessen. Kann man so machen, dann kann man die wo reinstecken im Journal und kann dahinter einfach draufschreiben. Also für das ist eigentlich gedacht. So. Susannchen hat wieder was anderes gemacht und da geht es jetzt los. Also, als allererstes habe ich mal, ihr seht hier, ich habe da so kleines Gerätle, mit dem kann man solche, ja, solche Lochringverstärkungsringle auslochen. Und ich habe mir da einen kleinen Vorrat geschaffen und habe einfach so Kraftpapier genommen. Einfach, weil es stabil ist, weil es schön braun ist. Ich finde, es passt überall dazu. Und die habe ich jetzt erstmal überall drauf gemacht. Ich habe da Loch eben in das Papier oben rein gemacht und habe diese selber gemachte Lochverstärkungsringle überall aufgeklebt, vorne und hinten. Und da habe ich jetzt eben, wo wir es gerade von Geschenkband hin, da habe ich jetzt ein Geschenkband nur durchgezogen im Moment. Und jetzt gehe ich an die Nähmaschine und ich nähe jetzt einmal im Zickzack um den Tag drumherum und auch durchs Band durch. So ist das Band oben flach, es ist fest und es ist dran. Und damit an dem Band noch irgendwas ist, was besonders ist, habe ich eine kleine von der kleinen Perle hingenäht von Hand. Und ich finde, das ist, es reicht, auch eine Perle reicht. Und jetzt habe ich da von dem Ephemera-Pack von Barbara, da gab es so diese hübsche Figur da, also diese, wie sagt man da, keine Ahnung, dieser Frauenkopf halt. Und den habe ich mir jetzt mit so einem runden Loch einfach ausgedruckt. Also ausgelocht und dann habe ich eine Buchseite noch ausgelocht und jetzt sehen wir die Fäden von der Nähmaschine, die habe ich lang gelassen. Und da habe ich die jetzt da dazwischen quasi laufen lassen und habe die zwei runde Teile zusammengeklebt und jetzt hängt es da. Jetzt hängt da so ein Medaillon rum, einfach so als Deko. Und jetzt habe ich das goldene Fingerle, ich sage jetzt mittlerweile so angezogen, damit ich nicht immer das Gold auf den Finger habe, aber ihr hängt es trotzdem überall. Ich habe es auch wieder überall gekettet und bin da einmal drum rum. Und auf der anderen Seite, da hängen dann nochmal so Fäden übrig. Schätze, hör mal auf. Auf der anderen Seite hängen ja nochmal so Fäden übrig vom Näher. Und da habe ich jetzt einfach auch ein paar von den kleinen Perlen hingemacht und habe ganz unten dann eine Quetschperle dran gemacht. Und mit der Quetschperle, das mache ich jetzt. So eine Quetschperle, die quetscht man zu mit einer Zange. Und jetzt fallen euch die Perlen nicht mehr raus. Also das kennt man, wenn man Kette gemacht hat. Dann hat man solche Sachen. Ja, und jetzt baumelt vorne was an dem Tag und auf der Rückseite was. Und schon ist er fertig. Und wie gesagt, habt ihr keine Nähmaschine, dann machen wir das einfach mit dem Faden. Gesundheit. Mit dem Faden und Schätzele. Sorry. Ja. Und so ist das dritte fertig. Du bringst mich durcheinander, Spätzle. So, jetzt muss ich selber gucken. Jetzt bin ich wieder durcheinander. Ah ja. Und jetzt kommt die dritte Sache. Da nehme ich jetzt so ein Hintergrundpapier von Barbara. Und ich habe da ja, das war ja, ich habe mehrere Tags ausgedruckt. Und da habe ich jetzt nochmal einer. Da mache ich jetzt gerade ein weißes Bändele dran. Und dann diese Hintergrundseite, die habe ich jetzt so ausgeschnitten, so wie Barbara das überlegt hatte. Und ihr seht hier, ich liebe diesen Stoff, der ist vom Depot. Und da habe ich jetzt ein Stück ausgeschnitten, habe es mal auf die Seite gelegt, weil ich gehe dann nachher mit der Nähmaschine. Und aber ihr seht jetzt hier die Farbe, die ich da habe. Da habe ich jetzt noch diese von meinem Upgrade-Video, die Palette war ja da dabei. Und da hatte ich noch rote Farbe drinne. Und habe jetzt so ein paar Spritzer mal in Rot drauf gemacht und in Weiß.
Ja, jetzt war ich in der Nähmaschine, bin da einmal drumrum und habe gleich dieses Stöffchen mit angenäht auf der Rückseite. Das ist ein bisschen so der versteckte Platz dann zum Schreiben. Und auf der anderen Seite, da kommt jetzt die Sache mit diesem Loaded Pocket, was ich ursprünglich vorgehabt habe. Ich würde jetzt mal sagen, das ist die Miniaturversion da davon. Ich habe hier ein Papier benutzt, das schneide ich mir gerade mal zurecht und mache außen so kleine schöne Rundungen dran. Und das ist jetzt einfach schon mal, ja, eine Möglichkeit, um dann da was dahinter zu stecken. Ihr hängt sehr gerade. Ich habe im Klebestift nur oben und unten Klebestift hingemacht auf dieses Etikett. Und so hat man jetzt eine Möglichkeit, da dahinter was reinzustecken. Also da kann man schon mal einmal in dieses Pocket dann was einstecken. Hier, das seht ihr das. Schon ganz normales Papierchen. Und das, dem möchte ich jetzt einen Griff verpassen, dem Papierle. Ich gehe mit dem Papierle auch an die Nähmaschine einmal drum rum, dann sieht so ganz normales kaffeegefärbtes Papierchen schon mal ganz anders da aus. So, jetzt war ich schon an der Nähmaschine. Ihr seht, da ist jetzt so der Faden einmal drum rum. Und jetzt mache ich eben so ein größeres Stück Papier hinter drauf, immer noch so, dass man es gut klappen kann. Und das, was jetzt noch so weiß daraus strahlt, das beklebe ich jetzt auch noch mal mit einem Papier. Während ich hier mit dem Lenny kämpfe. So, und jetzt kleben wir das vorne drauf. Und jetzt ist das ein Griff, wo man dann das rein und rausstecken kann. Man kann es rausholen und man kann die Klappe öffnen, komplett, und kann wunderbar drin schreiben. Könnt ihr ganze Romane neu schreiben. Und das wollte ich jetzt noch ein bisschen dekorieren. Da habe ich meine Stempel geholt jetzt gleich. Und ich stempel heute mal mit roter Farbe. Ich habe da immer noch diese Memento-Stempelkissele, die kleine. Und ich habe, glaube ich, noch nie das Rot benutzt. Und diesmal dachte ich, das passt gut dazu. Ich habe ja vorher auch rote Spritzer drauf gemacht. Gell? Ja, und dann habe ich in meine Stempel geguckt, was so passen könnte. Und habe da einfach so ein bisschen was. Da ist doch so ein Miniaturstempel dazu gekommen. Den gab es mal bei Action. Und ja, und habe da einfach so ein bisschen was drauf gemacht. Einfach, dass da was da ist, wo man hingucken kann, wo man denkt, oh, sieht nett aus. Und das kann jetzt da dahinter. Darum haben wir vorher nur oben und unten ein bisschen Klebstoff hingemacht. Und vorne habe ich beim Näher, ihr habt es gesehen, da so ein kleines Geschenkband hingemacht. Und das ist jetzt mein Loaded Pocket. Das ist dann dafür gedacht, für das Ephemera. Das habe ich gerade schon mal probehalber reingesteckt, aber das war mal zu dünn vom Papier, darum klebe ich das jetzt komplett auf kaffeegefärbtes Papier drauf. Ja, und dann schneide ich das natürlich aus. Und das ist zum Beispiel das kleine süße Etikett, das Ticket, was da dabei ist bei der Barbara ihrem Papier. Das finde ich echt richtig süß. Und das habe ich, ja, das hat eine Sonderbehandlung bekommen. Ja, das kann man schon so sagen. Also ich habe es ja jetzt verstärkt. Ich habe eine Öse, jetzt mache ich jetzt dann oben rein, eine kleine. Und dann, das ist jetzt so ein kleines, dünnes, ich weiß nicht, ist das ein Juteband oder wie man das sagt, so ein braunes halt, gell? So rustikales Bändele halt. Und das habe ich jetzt da eingefädelt und da kommen jetzt auch einfach nur ein paar Perle drauf von meinem Vorrat. Mehr braucht es nicht. Und oben mal jetzt ein Knoten dran und schon ist mit fast gar keinem Aufwand schon wieder was passiert, seht ihr? Und ich finde, es sieht einfach nur süß aus. Das ist so ein schönes kleines Etikett. Also das bin ich ganz verschossen. Ja, und mit den anderen Sachen, die habe ich halt jetzt einfach ausgeschnitten. Da habe ich übrigens das erste Mal das Blubberblasenpapier nach Barbaras Video gemacht. Jesus Gott, Leute, ich sag's euch. In der Küche hat es ausgesehen. Wie sonst was, aber es hat endlich mal funktioniert. Ich war so froh. Ich habe das nämlich schon ein paar Mal probiert und ich habe nie was aufs Papier bekommen. Aber diesmal habe ich eine Mischung gemacht. Uiuiui, die hat es in sich gehabt. Also ich habe da goldene Acrylfarbe mit rein gemischt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Barbara das so gemacht hat. Ich habe das halt so gemacht und ich habe meine Brusho-Pigmente mit rein gestreut. Und das gefällt mir. Zack, zack, zack und alles ist drin. Szene am Schluss nochmal. Das hat mir einfach so gut gefallen. Ja, ihr Lieben, das war's. Da zeige ich euch noch gerade das Blubberblasenpapier kurz. Mega. Es hat richtig Spaß gemacht. Also, ich habe gar nicht mehr aufhören können. Ich habe nur noch da mit Röhrle da gepustet da in der Küche. Kinder haben gesagt: Mama, was machst denn du da?
Ja, und da sieht man auch, dass, wenn ihr goldene Acrylfarbe da mit reinmischt, dann seht ihr das hinterher auf eurem Papier. Super schön. Und das ist nochmal so ein langer Tag, den habe ich auch quasi mit dem Papier hinten beklebt und es kommt da dahinter. Das ist mein kleines Loaded Pocket, ist jetzt doch noch passiert. Und das war's. Liebe Leute, das war unser Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ist wieder eine Anregung für euch. Also probiert es mal aus. Und ja, also ich finde es toll, was man aus digitalem Papier alles noch so machen kann. In diesem Sinn, ich wünsche euch was, gell? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.